Hallo, Glück auf und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich teste heute diese Kompressorkühlbox in der 40 Liter Variation von der Firma EasyZone. Die wurde mir freundlicherweise kostenlos zur Verfügung gestellt. Daher habe ich auch das Video hier als Werbung gekennzeichnet. Diese Box gibt es nochmal als 50 Liter Variation. Falls die 40 Liter nicht ausreichen sollten. In der Beschreibung findest du nochmal einen Link zu dieser Box und einen 10%igen Rabattgutschein oder Rabattcode. Schau mal rein, könnte sich lohnen. So, wir werden uns jetzt die Box mal ein bisschen genauer anschauen, was die so drauf hat, wie die performt und was alles so dabei ist. Und damit fangen wir jetzt auch an mit den ganzen Kabeln und Anschlüssen, die die Box so hat. Ja, die Anschlüsse hast du einmal 12 Volt, 24 Volt und einen Batteriewächter, so einen Schalter, der in drei Stufen zu schalten ist. Ist geeignet für Kfz, Boote, Camper, LKWs oder aber auch für zu Hause. Oder du kannst ihn auch über einen Wechselrichter betreiben. Die Box hat auch einen LCD-Display verbaut. Und die Außenhaut, will ich mal sagen, ist so eine Art Hartplastik. Sie ist schwarz-grau, sehr schick eigentlich. So, nochmal kurz einen Ton zu den Abmaßen außen. Also 44,2 von oben nach unten, 64,5 und die kurze Seite ist 34,5. Innenmaß 46 und 27 quer. Das hat eine Höhe von ca. 37 cm. Ja, dann hat die Kühlbox noch ein zweites separates Fach. Ich sage jetzt mal Gemüsefach dazu. So, da hast du in der Breite 27, in der Höhe 20 und in der Tiefe 12,5. So, hast noch so einen herausnehmbaren Korb und hier nochmal so eine Trennung drin. Sehr schön. Der Griff ist hier so gefedert. Da hast du jetzt alles dabei. Einmal 230 Volt Kabel. Einmal ein 12 Volt Kabel mit so ein Kfz Stromdosen Stecker. Eine Tüte Kleinkram. Das sind die Griffe. Die kannst du dir auch noch mal dran schrauben. Und eine Bedienungsanleitung. Die Bedienungsanleitung ist in Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, mein Gott, und Russisch. Okay, die ist selbsterklärend, denke ich. Innenliegend ist auch noch mal so ein kleines Tool, damit du die Schrauben hier befestigen kannst. Sehr gut. So, die Griffe sind federgelagert. Also das ist schon ordentlich. Aber gut.
Ja, soweit, so gut. Ich werde die jetzt mal anschließen, realistisch gesehen auf 12 Volt. Also die meisten von uns werden sie ja auf 12 Volt betreiben. Und dafür gibt es ja dann diesen Stecker hier. Und den stecke ich jetzt hier mal ein. Und das andere Ende, klar, kommt dann hier rein. Ja, dann geht das Display an oder ist vorbereitet. Hier hast du den An-Aus-Schalter, 3 Sekunden drücken. Hier kannst du nochmal einstellen, ob Maximal- oder Eco-Einstellung sein soll. Hier ist Temperatur, Plus und Minus kannst du auch noch verstellen. Hier ist noch die Schutzfolie drauf. Nicht erschrecken, da sind keine Kratzer drin. So, ich mache mal an. 3 Sekunden. Dann sagt er dir direkt die Temperatur, die derzeit in der Kühlbox drin sind. Und dann kannst du jetzt deine Temperatur einstellen. Wir gehen mal auf 10 auf minus 20. Blinken lassen. Und wenn sie aufgehört hat zu blinken, dann hat sie die Temperatur, die eingestellte Temperatur angenommen. So, wir werden jetzt mal auf 7 Grad gehen. Normale Kühlschranktemperatur. Kannst auch Einzelschritte machen. Dann gucken wir mal jetzt, wie lange die dauert, bis die 7 Grad erreicht sind. Und hier kannst du dann nochmal auf Eco stellen. Dann wird er grün. Hat es ungefähr 15 Minuten gedauert. Das ist schon, glaube ich, ein ganz guter Wert. So, jetzt gucken wir mal, wie lange sie braucht von 7 Grad auf minus 20 Grad. So, parallel dazu lasse ich jetzt nochmal ein Thermometer mitlaufen. Wollen wir mal sehen, was das noch für eine Erkenntnis bringt. Ja, das wird jetzt ein bisschen dauern, denke ich. Ja, bei der Gelegenheit kann ich auch gleich mal die Lautstärke nehmen. Ich habe mir hier so eine App, Dezibel-Messgerät-App. Ist jetzt nichts Hochwissenschaftliches, das soll wohl sein. Aber wir schauen mal, was die so sagt. Ich sitze jetzt direkt daneben. Kann man das sehen? Oh, weiß ich gar nicht. So. Da ist die Box. So, ich sitze jetzt mal direkt daneben. Also direkt daneben ist klar, ist ein bisschen lauter. Du bist aber, ja, du schläfst da ja nicht drauf, denke ich. So, wenn du ein Stückchen oder ein Meter oder knapp einen Meter daneben bist, dann bist du nur noch bei ungefähr 42, 41, 40 Dezibel. Ja, das ist ertragbar, das ist nicht die extreme Lautstärke, das passt eigentlich ganz gut meiner Meinung nach. So, und die pulvert ja jetzt hier gerade mal volle Pulle und dafür ist das schon in Ordnung. Ja, da gibt es dann nochmal so eine Einschätzungstabelle, sage ich mal, wo du bei 40 Dezibel, wo du da ungefähr bist, und da steht hier halt leises Geflüster, Bibliothek, beziehungsweise normale Konversation, irgendwo dazwischen hält die sich jetzt hier auf.
Also, minus 20 Grad erreicht. Kann ich überhaupt noch sehen. Schon ein bisschen spät geworden. Minus 20 Grad sind erreicht. Box hat sich jetzt ausgeschaltet. Alles gut. Wir haben gestartet um 16.20 Uhr, 17.20 Uhr, 18, 19, 20. Das sind 4 Stunden. Also ungefähr 4 Stunden hat sie gebraucht von plus 7 auf minus 20. Das ist ein guter Wert, glaube ich. Ja. Wobei sie auch Luft kühlen musste, ne? Da ist ja auch nichts drin jetzt. So, wir haben jetzt 20 Uhr 20. Sowas. 20:30. Genau. Ich gucke mir jetzt die ganzen Daten mal an und dann machen wir morgen mal ein Fazit. Heute ist schon ein bisschen spät. Jetzt machen wir mal Feierabend. Guten Morgen. Fazit zu der Kühlbox. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen befüllt hier, bevor wir zum Fazit kommen. Es passen auch 1,5 Liter Flaschen rein. Kein Problem. Ist für viele ja auch wichtig. Für mich ist auch wichtig, dass die Kühlbox hat eine CE-Kennzeichnung und ist GS geprüft. Das heißt, ist auch für Deutschland zugelassen. Das ist auch schon mal sehr gut. Zu der Geräuschkulisse interessiert ja auch immer noch viele Menschen, die ein bisschen sensibel vielleicht sind. Ich bin jetzt nicht ganz so sensibel, aber ihr habt ja gesehen, die Dezibelmessung hat ungefähr 38 bis 42 Dezibel A angezeigt und ja, ist völlig in Ordnung meiner Meinung nach aus einem Meter Entfernung. Wenn du näher dran bist, wird sie natürlich auch ein bisschen lauter oder ist sie deutlicher zu hören, ganz klar. Aber mich würde es nicht stören, ehrlich gesagt. Aber ich bin da jetzt auch nicht so empfindlich. Ja, was du auch nicht vergessen solltest bei den Außentemperaturen, die hier geherrscht haben. Ich meine, heute Morgen ist es schon ein bisschen frischer. Man merkt, der Winter kommt oder der Herbst. Aber wir lagen ja so um die gute 30 Grad, 32 Grad, 28 Grad Umgebungstemperatur. So, und dafür hat die einen echt guten Job gemacht, wie ich finde. So, sie ist beleuchtet, sehr gut. Stromaufnahme 45 Watt. Das habe ich jetzt soweit nicht durchgeprüft oder durchgemessen. Da glaube ich einfach mal den Herstellerangaben. Die Box tut, was sie tun soll. Sie kühlt gut runter, sie kühlt schnell runter. Die Temperaturen, die ich gemessen habe mit dem Thermometer, da waren wir immer so zwischen 2 und 3 Grad weniger. Also sie hat 2 bis 3 Grad weniger angezeigt als das Display, also das Thermometer. Aber okay, damit kann man auch leben, wie ich finde. Die Box finde ich persönlich gut. Das ist meine Meinung. Sie ist ja nicht die kleinste, aber 40 Liter wollen ja auch erstmal untergebracht werden. Sie lässt sich gut tragen von den Griffen her. Alles easy, hat keine Rollen, wer danach sucht. Ja, also eigentlich tipptopp. Was ich ebenfalls noch sehr gut finde, ist dieser dreistufige Batteriewächter. High, Medium und Low, glaube ich, heißt es. Da kannst du deine Kühlbox ruhigen Gewissens an deiner Kfz-Starterbatterie betreiben. Und du brauchst keine Panik haben, dass dir die Batterie leer zieht, sodass du am anderen Tag nicht mehr starten kannst. Sehr gut. Die Box ist auch mit 15 Ampere abgesichert. Das Einzige, was mir daran nicht so gut gefällt, ist das ein bisschen unglücklich gelöst mit dem Display. Aus meiner Sicht, das heißt, wenn ich die jetzt so von vorne bediene, kann ich das Display hinten nicht ablesen. Ich kann es ablesen, aber die Zahlen stehen halt auf dem Kopf. Da wäre es vielleicht pfiffiger, wenn man das drehen könnte oder würde. Ja, die Kühlbox-Saison geht zwar jetzt langsam schon zu Ende, aber der nächste Sommer kommt bestimmt und da wird euch diese Kühlbox vernünftige kalte Getränke liefern. Davon bin ich überzeugt.
Denk bitte vielleicht auch nochmal an den 10% Rabattcode. Da könnt ihr dann auch nochmal ein paar Euros sparen. Auch nicht verkehrt. Ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, bleib sauber, mach's gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Danke fürs Zusehen. Tschüss.